Ja, hallo und guten Morgen, meine lieben GeoLieben-TV-Zuseher. Ich befinde mich heute schon relativ früh am Morgen im Auto, was ich um diese Zeit normalerweise nicht mehr mache, weil ich ja fleißig seit 6 Wochen in der Homeoffice zu Hause bin und da ja meine Wohnung gar nicht mehr verlassen brauche. Aber heute hat es mich schon mal ziemlich schnell herausgehauen aus dem Bett, weil mich gestern doch das Thema, eins der Themen, die jetzt offensichtlich hier mal gnadenlos durchgepeitscht wurden, hier mal ziemlich aufgeregt hat und heute mich einfach mal motiviert und anstichelt, der Sache nachzugehen. Und zwar geht es um das berüchtigte 5G, ja, 5G, wo ich gestern mehr oder weniger durch Zufall drauf gekommen bin, dass in meiner Gemeinde, ja, ich lebe hier in einer Gemeinde mit knapp 4.500 Einwohnern, der Ort, wo ich mich befinde, hat nicht einmal 2.000 Einwohner, dass hier schon mit 5G fleißig, also dass das ein Gebiet in Österreich ist, wo eben hier fleißig mit 5G experimentiert wird. Also man hat auf einer Karte ganz, ganz schön gesehen. Es war ein Zufall, ich wollte einfach die Netzabdeckung abchecken, weil mein Internet unglaublich langsam war gestern. Und da bin ich drauf gekommen, dass ausgerechnet unsere Gemeinde und im Anschluss noch mit einer anderen Gemeinde hier im Vergleich zur Einwohnerzahl, ich glaube ziemlich das Größte, also im Vergleich eben verhältnismäßig, wirklich hier die größte Netzabdeckung mit 5G eben schon hat. Und das hat mich doch ziemlich auf die Barrikaden gebracht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen werde ich der ganzen Sache jetzt mal ein bisschen nachgehen, vor allem schauen, wo denn hier so diese Sender sind, weil ich muss ehrlich sagen, sie sind mir schon vor ein paar Tagen aufgefallen, aber ich konnte sie und wollte sie wohl noch nicht zuordnen. Also wir sind jetzt gleich mal unterwegs in die Richtung, mal schauen, wo denn die Sender hier so hängen. Baba, ciao, wir sehen uns gleich. Ja, sichtlich, also das sind beide. Woher soll die Abdeckung für diesen Ort kommen, wenn keine Masten hier sind? Genau, und dann schauen wir jetzt mal. Ja, ja. Meine Kamera wird nass, das ist nicht so super gut. Aber da haben wir doch so ein schönes Teil oben. Genau. 5G. Willkommen 5G, du bist da. Genau, so ist es einfach, meine Lieben. 5G hat uns erreicht. 5G hat uns auf jeden Fall erreicht und man kann jetzt nicht einfach mehr sagen, ja, es ist halt eben oder so unbewusst halt sich denken, ja, es ist noch weit weg, es ist noch nicht da, ja, es wird schlimm. Jetzt ist es da, es ist einfach da, der Blick auf die Karte, die ich hier noch einblenden werde, bei mir in der Gemeinde in Gesamtösterreich, verdeutlicht ganz, ganz eindeutig, wo 5G schon am Arbeiten ist. Ja, und hier haben wir noch einmal die Karte, wo der Anbieter, der österreichische Anbieter 3 zu Hause ist, das Blaue, also die blauen Stellen hier, das ist alles 5G und das überhalb von Salzburg, das kleinere, ist das, wo ich zu Hause bin. Wir sind vielleicht ein Gebiet mit 15.000 Einwohnern im Vergleich mit Salzburg, fast 200.000. Ja, und hier noch einmal Deutschland, der südliche Raum, hier ist eigentlich fast gar nichts, hier müsste violett eingefärbt sein, das rote ist 4G Plus und da haben wir noch mal München, meine Lieben, auch da in München gibt es ganz, ganz wenig, also da muss man sehr viel vergrößern, damit man hier violette Flecken findet. Es ist auf jeden Fall eindeutig, hier sind wir 5G Versuchsgebiet. Ja Leute, ich komme noch mal zu dem zurück, es ist immer ein riesengroßer Unterschied zu dem, ob etwas noch in der Zukunft ist und natürlich auch man Angst hat davor, ja, das ist klar. Das ist so wie mit Rauch und vielen anderen Dingen, da weiß man auch, ja, ja, das ist unglaublich schädlich. Aber jetzt ist offensichtlich die Zeit der Umsetzung. Ja, ja meine Lieben, bin wieder zurück von meiner morgendlichen Autotour durch den 5G-Dschungel in meiner näheren Umgebung. Ja, ich werde euch jetzt nicht erzählen, wie schädlich das Ganze eigentlich ist. Also dazu gibt es genug Berichte, es gibt genug Gegenstimmen und ich bin ganz klar dabei, dass es geht einfach nicht,
dass wir hier als Menschen einfach nur rein als Experiment dienen und naja, man wird es in ein paar Jahren schon dann sehen, was dann so abläuft und dann wird man es natürlich auch wieder auf alles andere schieben, aber nur nicht auf 5G, weil hier ist natürlich eine riesengroße Wirtschaft dahinter, das ist ja klar, was wollen sie denn alle? Ja, sie möchten, dass wir irgendwann einmal alle von zu Hause aus arbeiten, alle ein gutes Internet haben, sie möchten, dass Autos von selber fahren, dass wir quasi gar nichts mehr tun müssen und schwuppdiwupp kommen die Lebensmittel zu uns nach Hause und so weiter und so fort. Also das sind also Dinge, muss ich ehrlich sagen, auf die habe ich echt nicht wirklich Lust und man hat so ein bisschen das Gefühl, gerade jetzt in der Corona-Zeit wird man so ein bisschen darauf vorbereitet. Man ist die meiste Zeit zu Hause, man darf nicht einfach mehr rausgehen oder eher gerade noch zum Einkaufen. Ja, wer weiß, wie es in 2, 3, 4 Monaten ist, wenn der nächste Schub kommt oder wenn wir überhaupt nur noch in einer andauernden Corona-Pandemie, also einer chronischen Corona-Pandemie einfach leben. Ja, logisch, wenn wir keine Viren mehr haben dürfen, dann müssen wir ständig die Pandemie ausrufen, weil Viren haben wir immer und Viren sind in unserem Körper, die brauchen wir eigentlich wie das tägliche Brot, so ist es einfach. Aber wenn die nicht mehr sein dürfen, dann haben wir quasi chronischen Pandemiezustand. Das heißt, wir müssen dann in Zukunft viel zu Hause bleiben und dann brauchen wir und sollten wir gar nicht mehr einkaufen fahren, weil das erledigt ja unser Roboter oder was auch immer, ich weiß es nicht, oder das Auto, das alleine durch die Luft fliegt. Ich weiß, ich übertreibe es ziemlich, aber das sind die Zukunftsaussichten, warum man denn so unglaublich schnelles Internet braucht. Ich muss sagen, wenn 4G funktionieren würde, dann hätte ich an und für sich genug und wir müssten da eigentlich mal wirklich einmal ziemlich nachdenken, kann denn das ständig so weitergehen? Wollen wir denn überhaupt in so eine Richtung gehen, wo überhaupt keine Menschlichkeit, keine Beziehungen, kein gar nichts mehr irgendeine Rolle spielt? Hauptsache ich sitze zu Hause in irgendeinem futuristischen Sessel und schaue mir irgendeinen Schmarrn an, lass mich berieseln von Tag und Nacht und brauche nicht mal mehr zum Einkaufen gehen. Ja, während T-Mobile bereits vergangenen Frühling sein erstes 5G-Netz startete, legt A1 nun nach und überbietet seine Konkurrenz, was die Netzgröße anbelangt, sowie die Politprominenz bei seiner Präsentation. Bundeskanzler Sebastian Kurz trat am Montag persönlich an, um das 5G-Netz gemeinsam mit den Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger sowie Thomas Arnoldner und Markus Grausam von A1 anzukündigen. Die Details dazu wurden im Bundeskanzleramt noch nicht verraten. Das Netz wird von 350 Senderstationen in 129 Gemeinden gebildet. Es wird das bislang mit Abstand größte 5G-Netz des Landes sein, insgesamt mehr als doppelt so viel Sender aufweisen wie die Netze der A1-Konkurrenten Magenta und 3 zusammen. Ja, es ist alles spannend und das hier sind so die Gründe, warum das dieses 5G so wichtig ist, Landflucht stoppen. Sie wollen damit die Landflucht stoppen. Wir wollen als Österreich Vorreiter, bei der Digitalisierung müssen wir vorreiten und unsere Chancen für den Wirtschaftsstandort nutzen, begrüßt Bundeskanzler Kurz den Netzausbau. Ich freue mich, dass sich A1 entschieden hat, massiv in den Infrastrukturausbau zu investieren, und zwar nicht nur in urbanen, sondern auch natürlich im ländlichen Raum, damit die nicht wegziehen müssen. Der Abbau des Digital Gap zwischen Stadt und Land ist auch Elisabeth Köstinger ein Anliegen. Nur wenn der ländliche Raum gut mit Internet versorgt ist, kann eben Abwanderung und Landflucht der Kampf angesagt werden, sagt die Bundesministerin für Landwirtschaft, in deren Aufgabengebiet auch Telekommunikation und Post fallen. Ja, da gäbe es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, Menschen auf dem Land zu halten, meine Lieben. Da halte ich jetzt keinen Vortrag, aber da muss man nicht nur das Internet ausbauen, damit die Menschen am Land bleiben. Glaubt mir, die brauchen wirklich Menschen, die am Land gerne leben. Die brauchen hier keine großen Anreize wie Internet, die gerne am Land leben, die sind gerne hier, genauso wie ich. Ich bin nicht wegen des Internets hier, sondern weil ich gerne am Land bin.
da muss man halt schauen, dass die Arbeitsplätze oder was auch immer die Menschen brauchen, einfach auch da sind, beziehungsweise natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel ausgebaut werden, damit dann eben auch die Landmenschen dann zu den Arbeitsplätzen fahren dürfen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ist eher ein Schwachsinn. Also am Land gibt es mittlerweile unglaublich viele Firmen. Bei uns, was da herumgebaut wird und was es dann neue Firmen gibt, der Zuzug von der Stadt kommt mir mittlerweile schon genauso groß vor, aufs Land in der Früh wie eben Richtung Stadt. Also das sind für mich so faule, faule Dinge, ja. In Zukunft sollen Daten pendeln, nicht Menschen, sagt Köstlinger weiter. Ja. Digitale Dienste sind die Nahversorger der Zukunft. Genau das ist der Punkt, wo ich vorher schon gesagt habe. Die Leute sollen zu Hause bleiben, sie brauchen nirgends mehr hinfahren. Die Lebensmittel werden nach Hause, also digitale Dienstleister, das wird alles nach Hause geliefert. Du arbeitest zu Hause, du isst zu Hause, du schläfst zu Hause. Also das sind alles schon so Szenarien, wo man sich denkt, hey, da habe ich echt keine Lust mehr aufs Leben. Ja, das muss ich so sagen, das freut mich nicht, ja, das freut mich einfach nicht. Führerschein, Zulassungsschein und Personalausweis sollen dann am Mobiltelefon vorgewiesen werden können, ja. Die Panikmache beim Thema 5G ist groß. Ob die Angst berechtigt ist, beantworten Forscher im Faktencheck. Also jeder sagt einfach nur mal Faktencheck und dann glaubt man schon automatisch, das sind die Fakten, das ist die unabdingbare Wahrheit, ja, da sagt man zu allen Faktencheck dazu, ja, so ein Schmarrn. Tote Vögel, die angeblich scharenweise von Bäumen fallen, laserartige Strahlen, die Menschen anvisieren und die Haut verbrennen sollen, Mobilfunkmasten, soweit das Auge reicht, mit diesen und ähnlichen Horrorvorstellungen machen Gegner der neuen Mobilfunkgeneration 5G mobil und sind damit in sozialen Netzwerken wie Facebook erfolgreich. Laserartige Strahlen, die die Haut verbrennen sollen, ja, mit diesen und ähnlichen Horrorvorstellungen machen Gegner. Nein, das ist nicht so, liebe Leute. Wir machen nicht solche Horrorvorstellungen, ja. Es ist wesentlich subtiler, das Ganze. Aber ich bin nicht Techniker genug, um das euch zu erklären können. Aber man sieht einfach immer wieder, wie hier gearbeitet wird. Alle Menschen, die sich mit der 5G-Technologie auch kritisch auseinandersetzen, die erzählen dir nicht einfach, das verbrennt dir die Haut, dass alle 50 Meter steht ein Masten herum und so weiter und so fort. Das sind viele gescheite Köpfe, die das ganz normal wissenschaftlich erklären und ihre Bedenken anmelden und nicht von solchen Horror-Dingen reden, sondern wie gesagt, das Ganze ist wesentlich subtiler. Da geht es natürlich schon darum, dass uns Strahlung grundsätzlich einfach mal auf längere Sicht krank machen kann. Punkt. Ja, da geht es darum, hui, Strahle erwischt, oh, ist das heiß, au, mein Loch gebrannt. Nein, hey, hallo Leute, wir sind doch nicht im Kindergarten. So lustig ist das Ganze gar nicht. Da ist es wesentlich subtiler. Es wäre einfach mal gut, hier einfach auch mal hinschauen zu wollen, als alles andere immer wieder. Einfach nur als Verschwörungstheorien, als Idioten, als Trotteln, als weiß nicht was, hier einfach alles abzutun. Sind gesundheitliche Auswirkungen zu erwarten? Nein, das 5G zunächst nur in Frequenzbereichen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Nein, da 5G zunächst nur in Frequenzbereichen genutzt wird, die seit Jahren flächendeckend vom Mobilfunk, aber auch von WLAN verwendet werden. Ja, meine Lieben, hier bitte genau hingehört, die Betonung liegt auf zunächst. In der ersten Ausbaustufe wird das 5G-Netz mit Frequenzen unterhalb von 3,8 GHz betrieben. Das liegt zwar geringfügig über dem Bereich bisheriger Mobilfunknetze, aber etwa unter der Frequenz von WLAN, das schon jetzt im Bereich von 5 bis 5,7 GHz funktioniert. Trotz unzähliger Studien ist nicht nachgewiesen, dass Mobilfunk die Krebsgefahr erhöht. Naja, Studien gibt es tausende. Ja. Was passiert, wenn bei 5G noch höhere Frequenzbereiche genutzt werden? In frühesten 5 Jahren sollen auch höherfrequente Bereiche konkret dann plötzlich 24 bis 28 GHz, noch ein bisschen später 40 bis 44 GHz und 61 bis 71 GHz für 5G verwendet werden. Diese haben den Vorteil, dass die Übertragung großer Datenmenge erleichtern. Hohe Frequenzen haben aber auch den Nachteil, dass sie nur eine geringe Reichweite haben und so weiter und so fort. Also, sie sagen ja eigentlich nur, dass bis zu 3,4 GHz eben hier
nicht gefährlich ist oder nichts macht oder nichts passiert. Aber später halt wird halt dann aufgerüstet, ja, von 3,4 auf 71. Ja, meine Lieben, ich weiß nicht, ob das alles so einfach ist. Das glaube ich einfach nicht. Fakt ist aus meiner Sicht, das verstehe sogar ich, dass hier der Verkehr, der Netzverkehr, die Strahlen um Vielfaches erhöht werden. Allein schon deswegen, weil man ja möchte, dass das genützt wird, dass Menschen zu Hause arbeiten, dass Autos durch die Gegend fahren, dass dieses von selber geht und das und jenes. Und da blitzt und da scheppert es dann wahrscheinlich unglaublich hin und her. Aber ich kann schlussendlich, kann ich es nicht sagen, wenn es nicht einmal die Wissenschaftler wirklich können, wer soll ich das? Nur, wir Leute nützen den normalen Hausverstand und sagen, hallihallo, da sollte man doch mal dieses machen, da sollte man doch ein bisschen vorsichtiger rangehen. Vielleicht sollte man auch mal ein bisschen kritisch gegenüber diesen Wahn, diesen Zukunftswahn einfach auch sein, wo alles nur nach vorn gehen muss. Und weiß der Kuckuck was alles, alle alten Werte sind nichts mehr wert. Plötzlich leben wir in einer Gesellschaft, wo man nicht mehr fortfährt zum Arbeiten, sich mit Menschen auch trifft, zum sozialen Austausch, sondern wir sitzen nur noch zu Hause. Also hallo, ich bin Gott sei Dank in einer anderen Welt aufgewachsen. Vielleicht für Junge, die jetzt in diese Welt hineingeboren werden, wird es normal. Aber halt, da müsste man sich einfach mal zusammensetzen, in dem Sinne, aber nicht immer nur von einer Seite aus hier argumentieren und die Dinge dann einfach durchsetzen. Das ist das Schlimme daran, ja? Dass die Sachen einfach alle über unseren Köpfen entschieden werden. Und da gibt es viel mehr Möglichkeiten als eben nur diesen einen Einbahnweg, der schlussendlich dann immer wieder nur einer gewissen Elite dann doch in die Taschen spielt, meine Lieben. Das ist die falsche Geschichte an dem Ganzen, dass da das Ganze schlussendlich immer wieder nur der Elite in die Taschen spielt. Wir gemeinsam schaffen wir das. Na, da freuen sich immer so unglaublich viele Leute wahrscheinlich. Das Volk freut sich, wenn der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin verkündet, wir schaffen das, gemeinsam schaffen wir das. Ja toll, mit dem Herrn Bundeskanzler schaffen wir das. Nur die Frage ist, was kommt denn raus bei dem wir schaffen das? Bei uns kommt bei dem wir schaffen das raus, neue Arbeitslosenquoten, kommt raus, dass viele Menschen keine Arbeit mehr haben werden in den nächsten Monaten, dass viele Menschen in Armut übertreten werden, dass viele Menschen hier einfach 2, 3 Gänge zurückschalten müssen und sich überlegen müssen, wie sie ihre Verbindlichkeiten bedienen. Das ist es, was die Mittelschicht betrifft, was rauskommt bei wir schaffen das. Ja? Bei denen, die das verkünden, wir schaffen das. Ja, da wird's mehr. Da wird's schlussendlich mehr. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Für die wird's mehr, wenn die sagen, wir schaffen das. Wenn das Volk mit mir sagt, wir schaffen das, dann ist klar, dass hier der Rückwärtsgang eingelegt wird und unsere Existenz in vielerlei Hinsicht bedroht ist. In dem Sinne alles, alles Liebe. Ich sage jetzt nicht, wir schaffen das, weil es muss ein jeder für sich selbst in die Bresche springen und schauen, dass er bei dem Ganzen hier einfach seinen Teil dazu tut, damit wir wirklich in einer liebevollen, in einer Welt leben können, in der wir alle unsere Potenziale, unsere Bedürfnisse und das, was wir können, ausleben können, nicht nur zum eigenen Wohle, sondern zum Wohle der anderen. Weil sonst macht es gar keinen Sinn. Es ist am schönsten, wenn man anderen Menschen eine Freude machen kann. Sind wir doch ehrlich, doch wir sind in so eine Richtung gekommen, wo es immer ich, Hauptsache ich. Und da dürfen wir wieder aussteigen. In dem Sinne alles Liebe, bleibt gesund, werdet gesund. Und wenn es krank seid, ist auch nicht tragisch. Man stirbt sehr selten, wenn man krank ist. In erster Linie richtet sich das Immunsystem wieder neu aus und du hast quasi ein Update des Jahres. In dem Sinne, Daumen hoch, Kommentare, was reinschreiben, ihr wisst es eh. Und bleibt mir treu. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss.